So, da bin ich wieder. Ich musste bloß in DxStory die FPS hochziehen, von denen ich da, die ich da nehme zum Aufnehmen. Und dann geht's auch. Sorry für dieses erste Geruckel, wenn man es sieht. Aber jetzt geht auf jeden Fall besser. Und ich muss jetzt mit den ganzen Einstellungen erstmal Call of Duty 1 und das Add-on dazu, ja, durchziehen. Es wird wichtig, es wird wirklich wichtig. Und ja, das ist dann erstmal so nebenbei. Ich denke mal, die werden auch beide hintereinander wegkommen. Add-on und COD1. Also beziehungsweise erst COD1 und dann halt das Add-on. Dass ich die halt fertig habe. Dass dann halt wir deinstallieren, alles drum und dran kann. Und auch meine alten DxStory Aufnahmen. Einstellungen halt machen kann. So. Den Ding jetzt kann man nicht nachladen, die M1 gerannt, ist ganz klar. So, wir haben auch ein F5 zum Schnellspeichern, beispielsweise hier bin ich zum Anfang schon extrem häufig verreckt, weil mich extrem genervt hat. So, ich weiß, dass da oben diesmal einer rauskommt, wie gesagt, zum Anfang ist halt nicht blind, aber restlichen Spielverlauf ist nachher wieder blind. Wir haben F5, wir können quicksafen, das habe ich vorher nicht gewusst. Das hat mir das Leben noch schwerer gemacht, weil ich nicht wusste, dass ich quicksafen kann. Aber auch im normalen Modus geht es eigentlich ganz gut klar. Ich hoffe, da könnt ihr mir verzeihen. Wenn das neue COD rauskommt, dieses Jahr Ende Januar, Anfang November, dann werde ich das definitiv wieder auf Söldner spielen. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich bin. Boss. Ach, da muss ich lang. Ich habe mich jedes Mal hier verlaufen. Ohne Scheiß, weil ich die Tür hier nie gesehen habe. Und dann kommen wir auch zum richtigen... Ja, zum richtigen Posten hin. Wie gesagt, mehr als 2 Stunden 15 Minuten habe ich gebraucht, um 11 Level insgesamt zu machen. Und wir gehen sofort in nächste Level rein. D-Day 0:20. Niemand kam... Darunter, wo er sein sollte. Ich habe noch keinen aus meiner Einheit gesehen. Doch zum Glück habe ich ein paar Jungs der Baker Company getroffen. Hier sind auch ein paar aus den Companien Able, Doc und Fox. Schönes Chaos. Wir bereiten uns auf die Einnahme der Stadt Saint-Mire-Église, ungefähr 5 Meilen vom Strand entfernt vor. Wir rücken durch ein enges Feld mit Minen auf beiden Seiten vor. Captain Folie sagt, zwei falschen Trupps der Deutschen seien in der Stadt. Ein harter Kampf liegt vor uns. Die Straße von... Sowieso verbinden den Strand mit der Hauptverkehrsstraße der Halbinsel, auf der wir wohl direkt in einen deutschen Gegenangriff laufen werden. 3, 2 und los. So, da ich jetzt auf normal spiele und ein bisschen halt die Maps und alles drum und dran kenne, denke ich mal, hoffe ich mal, dass er ein bisschen schneller wird. Ich möchte mich bei dem Spiel hier eigentlich nicht so lange aufhalten. Ich mache es einfach nur... Wegen der Vollständigkeit halber, weil ich ja alle CODs bei mir auf dem Kanal veröffentlichen möchte. Und da gehört COD 1 halt nun mal mit zu. Ist halt nicht so prickelnd jetzt, das Spiel, ich weiß. Wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, kaum Views wieder haben. Aber, wie gesagt, gehört halt zu der COD-Szene hinzu. Und ich habe gesehen, Infinity Ward ist das allererste COD-Entwicklerstudio, was... halt ein COD entwickelt hat, beziehungsweise was mit COD angefangen hat zu, ja, halt angefangen hat. Dann kam nachher Treyarch und auch zum endgültigen Ende jetzt nachher auch noch Sledgehammer mit dazu. So, ich werde mich hier, ich hoffe, dass ich jetzt schnell durchkomme, dass ich halt wirklich eine Menge Zeit einspare, dass ich vielleicht schon heute, ich nehme jetzt schon nachts auf, das ist 22 Uhr, bisschen nach 22 Uhr, da, oh, das ist meine, sorry. Dass ich eventuell schon auf meinen alten Spielstand wieder hochkomme, weil ich musste eh alles neu spielen, weil das konnte man keinen antun. So, der ist tot, der ist tot. Und das läuft eigentlich bis jetzt ganz gut, es leckt nicht mehr, ich habe die FPS, wie gesagt, im DxStory hochgeschraubt, dass es halt flüssiger läuft. So, da werden wir einfach rüberrennen. Das geht beispielsweise, wenn ich auf Söldner spiele, mal so rein gar nicht, dass man hier einfach so rüberflitzen kann. Du wirst wirklich nach 2 Schuss tot und du hast
wenn du Pech hast, kein Medikit oder sonst irgendeiner Form sowas hier in der Nähe. Du kannst hier richtig schön ordentlich durchlaufen, schnell durchlaufen. Vor allem ist es für mich jetzt auch leichter, halt nicht nochmal die ganzen Nerven da aufzuwenden, beziehungsweise diese ganze Geduld aufzuwenden, wenn man halt das Spiel schon mal fast zur Hälfte durchgespielt hat und dann wirklich frustriert ist, dass es halt nicht so geklappt hat mit dem Aufnehmen. Aber hey, nun gut. Ich hoffe mal, das kriegen wir trotzdem nochmal schnell hin. Wir haben ja noch eine M1 Garant, die werden wir auch nochmal nutzen. So. Die Missionen sind an sich alle nicht lang, die sind halt bloß untereinander aufgeteilt. Noch praktisch, also eine Riesenmission hat ein paar Untermissionen. So, das wäre nämlich jetzt auch schon wieder mein Todesurteil gewesen. Ich wäre eigentlich tot gewesen, hätte ich auf dem hohen Schwierigkeitsgrad gespielt, aber bis jetzt geht das halt noch ganz gut klar. Safe, den Autosave, den habe ich jetzt immer noch nicht genutzt, obwohl ich den jetzt weiß, dass ich den habe. Wirklich vereinfacht im späteren Verlauf wirklich viel. Wie gesagt, hier kann man halt nicht so ganz gediegen reinrennen, wie man das jetzt eigentlich sieht. Ist eigentlich bedeutend schwerer, da muss man wirklich extrem taktisch vorgehen und wirklich seine Schritte planen. Bei der M1 Garand, leider, weil man die halt nicht nachladen kann, ist halt doch ein bisschen Money Waste. Weil ich würde doch ganz gerne die ganzen 8 Schuss halt mit reinnehmen in das Gefecht. So, Sprengsätze, dann hauen wir uns gleich, oder rennen wir gleich zum nächsten weiter. Da haben wir ein paar Leute. Die können wir natürlich auch gleich töten. Wie gesagt, das wird, werdet ihr nachher noch sehen. Ist an sich ein ganz geiles Spiel. Hat halt seine Macken bis zum geht nicht mehr. Grafik kann man, ne? Ist von 2003, glaube ich, oder so das Spiel. Oder von 2002. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann man es noch spielen, sag ich jetzt mal so. Ich kann ja ganz kurz mal auf den Copyright gucken. Jo, von 2003 ist das Spiel. Und daher, davon geht's eigentlich. War auch eh schon ein Akt, auf hier zu installieren. Ich habe ja nur eine kleine SSD drin für mein reines Betriebssystem. Nur die hat er erkannt, meine 3 TB Festplatte, meine Gaming-Festplatte, wo der ganze Scheiß da drauf liegt, hat das Spiel gar nicht erkannt. Das heißt, ich muss das auf meine kleine SSD-Festplatte raufknallen, nur von der 20 GB. Und ich habe da insgesamt nur 45 GB frei. Weil das, ne, das ist dann drauf. Die ganzen Treiber, Windows an sich selber. Das sind halt, ne, sowas, wo ich eigentlich meine Festplatte, meine SSD halt frei haben wollen möchte. So, zack. Den nehmen wir das mal so. Ja. Normalerweise wäre ich jetzt auch wieder tot, dass ihr halt bloß mal so eine kleine Impression habt, wann ich eigentlich sterben würde und wann nicht. Ich bin hier in dieser Mission bestimmt 6-7 Mal, wenn nicht sogar öfter, gestorben. Wo ich auf Söldner gespielt habe, das war wirklich, also ich bin hier auch schon ausgerastet. Ich habe die erste Dreiviertelstunde aufgenommen und dann hatte ich erstmal ein paar Wochen keinen Bock mehr auf das Spiel. Ohne Scheiß. Die erste Dreiviertelstunde, die habe ich irgendwann im März, Anfang März aufgenommen und die andere habe ich vorhin eigentlich aufgenommen. Nächstes Level. Wie gesagt, ich möchte das Spiel so schnell wie möglich durchkriegen. Es macht Spaß, klar, es ist auch fordernd, aber durch, weil ich halt auch nur andere Projekte als drum und dran aufnehme, möchte ich halt meine DxTory-Einstellungen nicht immer hin und her stellen und wenn ich das einmal vergesse, ist die Aufnahme komplett im Arsch von COD und daher eigentlich so schnell wie möglich. Einen anderen Grund hat es eigentlich nicht. Ich möchte halt bloß die Einstellung nicht dauerhaft hin und her stellen. So, wir haben das nächste zum Lesen. D-Day 0500, die komische Stadt. Die Jungs von an den Stränden müssten jetzt gelandet sein. Sie sind nur ein paar Meilen entfernt, aber mir kommt das unendlich weit weg vor.
Wir haben kein Funkgerät und sind total abgeschnitten. Cap Foley hat ja recht. Wir sind bei der Einnahme des Dorfs letzte Nacht auf einen oder mehrere deutsche Fallschirmtrupps gestoßen. Heute hatten wir mit einem deutschen Gegenangriff zu tun. Unsere Verteidigung ist fast in feindliche MG-42, Panzerfäuste und Panzerabwehr im Dorf selber. Die Air Force und Navy haben heute Morgen ein nettes Feuerwerk an den Stränden abgefackelt. Eins ist jetzt sicher, die Deutschen wissen, dass wir hier sind. Wir müssen nur rausfinden, ob sie einen Schwanz einziehen und fliehen oder frontal auf uns losstürmen. So, wir sollen jetzt erstmal runter von der Straße. Hier haben wir ein paar hier haben wir auch schön viele Medikits. Also wie ihr schon im Training, im Tutorial gesehen habt, es gibt halt mehrere Medikits. Einmal so eine mittleren, so eine kleine und dann halt eine größere Version. K98K. Ne, ich dachte, da wäre irgendwie ein Ding mit drin. So, ich glaube, ich soll dem Typen folgen. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, was. Achso, da kommt ein Panzer, okay. Ja, ich habe halt, weil ich die Anfangsmission die erste Dreiviertelstunde letzten Monat gespielt habe, weiß ich halt nicht mehr so direkt, was nun war. Aber jetzt, glaube ich, kam halt ein Panzer, den ich ausschalten muss. Ja, und da ist er auch schon. Zack, und Schuss, und Tschüss. Jetzt wäre ich eigentlich auch schon hier gestorben, nach den vielen Hits, die ich abbekommen habe. Und da kriege ich nochmal ein paar Hits ab und wäre generell schon tot als tot. So, da haben wir nochmal einen Deutschen. Ich finde es eigentlich schade, dass wir halt wirklich gegen Deutschland kämpfen müssen. So, wir gehen an den MG ran. Und müssen hier erstmal ein paar Leute abmetzeln. Die Sounds sind eigentlich ganz geil von den Waffen. Ich denke mal, da eventuell haben sich Infinity Ward damals die Mühe gemacht, da wirklich zu so einer Basis hinzufahren, also zu einer Militärbasis, die die Waffen haben, und dann mal die Schussgeräusche aufgenommen. Weil die von dem MG42 finde ich eigentlich doch realistisch. Weil in COD 4, also MW1, haben sie es ja beispielsweise damals gemacht. So, wir sollen den Typen wieder folgen. Ich brauche aber trotzdem mal ein bisschen mehr Money für meine MP40. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt gerade abends um 22:40 Uhr oder so habe ich auch angefangen aufzunehmen. Jetzt ist 22:52 Uhr. Und das ist eigentlich sehr, sehr spät. Keine typische Aufnahme für mich. Aber ich möchte das halt hinter mich bringen. Das sind meine Leute. Und da es jetzt ein bisschen einfacher ist, brauche ich hier einfach nur durchlaufen. Brauche mir da keinen großen Kopf machen wegen Sterben. Wie gesagt, das ist auch wirklich eine Erleichterung, gerade für mich, hier einfach mehr oder weniger durchlaufen zu müssen. Weil ich denke mal, ihr könnt das schon nachvollziehen, wenn man da schon Zeit und extreme Nerven, wie gesagt, in dem vorletzten, bevor ich ausgemacht habe, habe ich da wirklich extrem emotional das Spiel zusammengeschrien, weil die Stelle war einfach so widerlich. Du hast da NPCs gehabt, also die Gegner. Wo muss ich jetzt hin? Eliminieren Sie die feindlichen Mörsertrupps. Sind da hinten. Ja, holen Sie einen Dingens aus der Kirche. Wir sollen jetzt wieder zurück zur Kirche, fix mal eine Panzerfaust holen. Um halt den Panzer da kaputt zu machen. Natürlich, wie soll es auch anders sein, treffen wir wieder auf ein paar nette, nette Leute. Wieder mal ein schöner Panzer. Hier haben wir auch schon die Panzerfaust. Tschüss. Und dann holen wir uns die MP40 wieder. Und wir sollen ja jetzt ja weiterhin die Mörsertrupps auseinandernehmen. Das ist einer von uns. Den tun wir töten. Ich glaube jetzt... Ja, da kommt noch, ist nochmal ein Panzer. Den wir nochmal ausschalten müssen. Ist halt viel hin und her gerenne. Was halt auch sehr, sehr stark nervt, ist halt, dass man... kein Sprinten hier drin hat, sondern ganz normales Gehen. Laufen.